Die Zinsen haben in diesem Jahr die Kapitalmärkte sehr, sehr stark beeinflusst. Die Frage ist, ist das Ende des Zinserhöhungszyklus ist jetzt bald erreicht? Die Notenbanken haben in diesem Jahr die Zinsen so schnell und stark erhöht wie selten zuvor. Ist das Ende des Zinserhöhungszyklus absehbar? Die Zinsen waren in diesem Jahr sicherlich mit der entscheidende Einflussfaktor für das, was sich an den Kapitalmärkten getan hat. Insbesondere die Aktienmärkte haben stark unter den höheren Zinsen gelitten. Und insofern stellt sich natürlich jetzt für die Anleger die Frage, ist quasi so die Peak Hawkishness erreicht? Also rückt das Ende des Zinserhöhungszykluses näher oder eben auch nicht? Und das verfolgen alle mit einer gewissen Obsession. Wichtig ist es sicherlich zu schauen, was die Inflationsraten machen, weil die hohen Inflationsraten sind ja ausschlaggebend dafür gewesen, dass im vergangenen Jahr schon die Notenbanken in den Schwellenländern und in diesem Jahr die Notenbanken in den Industrieländern, vor allen Dingen eben die Fed, aber auch die EZB, die Zinsen so stark erhöht haben. In den Markterwartungen sieht es tatsächlich danach aus, als ob man davon ausgeht, dass spätestens Anfang des nächsten Jahres der Zinshöhepunkt erreicht ist. Das wäre dann sicherlich der Fall, wenn wir von der Inflation nachhaltige Signale bekommen, dass der Anstieg zu Ende geht und vor allen Dingen, dass was ganz wichtig ist, dass die Inflationsraten auch wieder sinken werden und zwar relativ schnell in Richtung von 2% oder zumindest vielleicht Richtung 3%. Das ist aber wahrscheinlich nicht so schnell zu erwarten und insofern glaube ich auch, dass wahrscheinlich die Erwartung, dass die Notenbanken sehr schnell das Ende des Zinserhöhungszykluses erreichen werden, im Moment noch etwas voreilig ist. Wie wirkt sich die Geldpolitik auf die internationalen Anleihemärkte aus? Ja, was wir dieses Jahr an den Rentenmärkten, an den Anleihemärkten erlebt und gesehen haben, das gleicht ja tatsächlich einem Blutbad. Also beispielsweise 10-jährige US-Treasuries und 10-jährige Bundesanleihen haben seit Jahresbeginn fast 20% an Wert verloren. Das ist fast mehr als das Minus, das wir an vielen Aktienmärkten und bei vielen Aktienindizes gesehen haben. Und das hängt tatsächlich damit zusammen, dass die Notenbanken so stark die Zinsen erhöht haben. Wenn man davon ausgeht, dass wir vielleicht so dann im ersten Halbjahr des nächsten Jahres den Höhepunkt bei den Leitzinsen erreicht haben werden, dann werden die Marktteilnehmer das vermutlich versuchen, relativ frühzeitig zu antizipieren. Das heißt also, im Moment würde ich davon ausgehen, dass wir vielleicht eine Chance haben, den Zinshöhepunkt am Rentenmarkt im ersten Quartal des nächsten Jahres zu erleben. Das heißt also, die Renditen werden wahrscheinlich bis dahin noch etwas ansteigen. Wenn ich mir die US-Renditen anschaue für 10 Jahre, die können von 4,20 vielleicht noch Richtung 4,75 ansteigen, vielleicht Richtung knapp 5%. Bei den Bundesanleihen kann es sicherlich Richtung 2,5 bis 3% gehen. Das heißt, wir haben einen relativ weiten Weg des Zinsanstieges hinter uns, aber noch nicht den kompletten Weg. Insofern wäre es im Moment wahrscheinlich noch schon zu früh, jetzt einzusteigen. Aber der Einstiegszeitpunkt wird kommen und er wird, glaube ich, relativ früh im nächsten Jahr auch erreicht sein können. Die Aktienkurse sind in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Wie beeinflussen die Zinsen die weitere Entwicklung? Ja, der Anstieg der Aktienkurse hat einerseits etwas mit der eher positiv verlaufenden Berichtssaison zu tun und andererseits eben mit der Hoffnung darauf, dass die Notenbanken etwas den Fuß von der Bremse nehmen könnten, also die Zinsen nicht mehr so stark erhöhen werden, wie das zuletzt der Fall gewesen ist. Wir hatten ja große Zinserhöhungsschritte in den USA, in Europa hier von Seiten der Eurozone oder von Seiten der EZB und der Bank of England jeweils 75 Basispunkte Zinserhöhung. Da wird es beim nächsten Mal wahrscheinlich etwas moderater zugehen und die Zinsen werden nicht mehr so stark steigen. Aber ganz klar, solange der Zinserhöhungszyklus weitergeht und noch nicht beendet ist, solange kriegt man von der Zinsseite auch weiterhin Druck auf die Aktienkurse. Und das sollte man im Moment nicht ganz außer Acht lassen. Derzeit koppeln sich die Aktienkurse so ein bisschen von der Entwicklung an den Zinsmärkten ab. Das hat es in der Vergangenheit immer wieder mal gegeben. Aber das war meistens nicht von langer Dauer. Also wir haben ein einfaches Bewertungsmodell, wo der faire Wert der Aktienkurse bestimmt wird. Einerseits über die Gewinnerwartung und andererseits über die Anleihenkurse einer langlaufenden Staatsanleihe. Und da muss man sagen, haben wir momentan eine relativ deutliche Überbewertung an den Aktienmärkten. Sowohl in den USA beim S&P 500, aber auch hier in Europa. Und vor dem Hintergrund glauben wir eben, dass die Rallye an den Aktienmärkten noch nicht so von ausgeprägt langer Dauer sein wird. Das wird eine Zwischenerholung sein.
Aber man sollte sich als Anleger nochmal darauf einstellen, dass die Kurse auch in den nächsten Wochen und Monaten nochmal wieder sinken werden.